Das schlechte Gewissen hat ihn eingeholt. In den 80er Jahren, da hat er seine Versicherung betrogen um 1.000 Mark. Johann Hildebrand, der muss der Gedanke daran sehr gequält haben, zumal er als Jugendbetreuer in christlichen Freizeitcamps inzwischen fest im Glauben steht. Und vor Gott hat er diesen Versicherungsbetrug auch schon gebeichtet. Aber offensichtlich hat das sein schlechtes Gewissen nicht völlig erleichtert. Eine 80er Enduro. In den 80ern düste Johann Hildebrand auf so einem Moped durch Neuwied. Er glaubte an Freiheit und Abenteuer und träumte mit 18 von einem eigenen Auto. Doch wovon sollte er das als Tischlerlehrling bezahlen? Er entwickelte einen sündigen Plan. Ich wollte die 80er loswerden, wollte sie verkaufen. Das brachte damals nicht so viel Geld. Und ich hatte gehört, wenn du das Ding verschwinden lässt, zahlt die Versicherung viel mehr. Und so entstand der Plan, das Ding klauen zu lassen. Ich hatte ein paar Leute eingeweiht, die bereit waren, mit mir das durchzuziehen. Sonst wusste keiner was davon. Der Coup gelang auf Anhieb. Er konnte es kaum glauben. Während er eine Runde joggen war, verschwand sein Moped spurlos. Verschwitzt ging der Jugendliche anschließend zur Polizei und versicherte glaubhaft, dass die Enduro gestohlen sei. Schuldig oder als Sünder fühlte er sich dabei aber nicht. Das Gewissen ist so eine Sache. Wenn es sich gemeldet hat, habe ich es einfach totgeschwiegen, mich damit versucht zu entschuldigen. Machen viele. Es haben viele damals Ähnliches gemacht. Ich habe hier und da gehört. So kam ich auch mit auf die Idee. Ja, man hat schon so ein paar Befürchtungen gehabt. Wie wird das werden? Werde ich mich versprechen? Werden sie entdecken, dass du hier was vortäuschst? Es lief aber relativ gut ab. Die haben den ganzen Bericht aufgenommen und ja, irgendwann hat dann die Versicherung bezahlt. 1.000 D-Mark. Mit dem ergaunerten Geld kaufte er ein Auto und düste nun auf 4 Rädern durch Neuwied. 2 Jahre später nahm sein Leben plötzlich eine unerwartete Kurve. Der Versicherungssünder landete geradewegs bei Gott. Mit 20 Jahren war ich hier und habe während einer Veranstaltung erkannt, dass mein Leben so nicht weitergehen kann, dass ich schuldig vor Gott bin. Ich habe meine Dinge im Leben aufräumen wollen, habe ein neues Leben angefangen, arbeite auch seitdem vollzeitig in einem christlichen Werk mit jungen Leuten und versuche ihnen christliche Werte zu vermitteln. Gerade deshalb verfolgte ihn nach der Läuterung seine eigene Jugendsünde weiter. Chronisch kreuzte die Enduro durch sein schlechtes Gewissen. Aber erst 25 Jahre nach der Tat beichtet er alles der Polizei. Ein Kalenderblatt mit Bibelzitat motivierte ihn zu diesem Schritt. Wenn sie euch vor die Obrigkeit und die Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Für mich war klar, Gott gibt dir extra heute Morgen einen Vers, der dir sagt, geh und klär das. Der Sünder stellte sich bei der Neuwieder Kripo. Die Polizisten reagierten auf seine Geschichte zunächst ungläubig. Das ist äußerst ungewöhnlich, dass jemand kommt und eine Selbstanzeige erstattet. Es wird zwar gemacht, aber äußerst selten. Ich würde jedem nur raten, Dinge zu klären. Die Tat ist längst verjährt, die Versicherung von damals gibt es gar nicht mehr. Weltlich hat er nichts mehr zu befürchten. Vor allem ist aber sein christliches Gewissen endlich wieder rein. Und wie heißt es in der Bibel? Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. In diesem Sinn wird Johann Hildebrand ja vielleicht zum Vorbild. Ich hätte da zum Beispiel Hausaufgaben abschreiben in der Schule zu beichten. Aber das müsste inzwischen auch verjährt sein, hoffe ich.